Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Ja, es wird der letzte Teil sein in der Aufnahmesession für mich jetzt. Also nicht der letzte Teil von den Folgen, sondern ich brauche eine Pause. Das ist ein bisschen krass. Viele, viele Stunden nehme ich schon auf. Und werden wir mal gucken. Eigentlich hatte ich vor, noch eine Weltreise zu machen. Andererseits, ja, bietet sich das dann ja nicht an. Also das werden wir vielleicht dann mal in einer neuen Session machen. Ja, hier läuft es ja schon ganz gut. Dagegen kann man nichts sagen. Die Frage ist, kommt der mit oder... Ja, mehr schafft der auch nicht, ne? 6 pro Minute. Mehr geht nicht. Na gut. Das ist jetzt der eine Teil. Jetzt müssen wir mal was gucken. Wir haben da hinten die Werkbank. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ups. Wie stellen wir jetzt diesen schweren Rahmen her? Wir haben jetzt das. Eigentlich können wir das jetzt auch manuell gerade mal herstellen. Weil dann können wir auch die herstellen. Komm mal her, wir machen mal 100 Stück oder so. Wir verarbeiten die mal alle. Und wir können uns noch mehr holen. Wir haben hier Draht. Wir haben hier alles vorrätig. Alles ist hier. Wir machen jetzt mal 100 Motoren, dass wir zumindest da einen kleinen Vorrat haben. So. Da können wir uns noch welche holen. Na, was für ein Zufall. Die haben wir hier vorne. In den letzten. Es ist immer so. Wir nehmen mal 2 mit. Verarbeiten die auch noch. Ja, und Draht. Ja, da kommen wir jetzt nicht. Ja, könnten wir hier sammeln, aber das passt schon. Wir machen mal so weit, wie wir kommen. Wo ist es denn? Da. Das ist optimal. Wie gesagt, dann stellen wir Motoren her. Naja, auf 50 kommen wir. 50 immerhin. Und dann haben wir vielleicht 50 hinten drin. Wir gucken mal, was geht. Woran scheitert es? Die steigen nicht mehr. Brauchen wir noch eine andere Alternative? Alter, das ist schon krass, ne? Man braucht das und man braucht die... Was waren das noch? Hier kommen ein... Ciao. Das fangen wir gar nicht erst an. Da brauchen wir noch die. Okay, die haben wir jetzt aber nicht hier. Da können wir kurz Home Sweet Home gehen. Das ist so cool, ne? Wenn man weiß, wie geht's echt voran. Ja, über 150 haben wir. Ich glaube 163, wenn ich es richtig gesehen habe. Das würde ja schon mal für fast alle Elevator-Missionen reichen. Und seht ihr diese Dunstwolken? Ich weiß es nicht. Schreibt es wirklich gerne mal in die Kommentare. Das ist echt krass, so ein Schleier. Die Industrie fordert ihre Tribute. Wobei ich mich frage, wenn die aus sind, ob die dann immer noch Dreck machen, weil sie einfach dastehen und das so berechnet wird, oder ob das nur, wenn die laufen, weil theoretisch gesehen ist ja irgendwann alles durch und alles müsste ausgehen. Theoretisch zumindest. Hier steht nämlich schon alles. Da noch nicht, da dauert es noch eine Weile. Aber das ein oder andere zieht sich so ein bisschen hin. Das war jetzt nicht so gut. Okay. So, dann gehen wir mal hoch. Und dann stellen wir halt diese Motoren schon mal her. Die Computer müssen wir noch machen. Also wir haben noch so viel zu tun, um das Endgame zu beenden. Das ist unglaublich. So. So, dann müssten wir hier... Dann gucken wir mal. Da müssten wir jetzt eigentlich so 100 noch was. Ne, 82 nur. Ach, wir brauchen doppelt. Es werden ja 2 Stück benötigt. Alles gut. Naja, immerhin. Den ersten Teil haben wir schon mal. Das ist ja schon mal was.
Ja, ich überlege, ob ich zwischen den Folgen langsam mal ein bisschen was mache, dass wir vorankommen, weil es wird, glaube ich, sonst ein bisschen langwierig und anstrengend. Andererseits, wenn wir eine Tour machen, ist es natürlich auch eine gute Abwechslung. Ich bin noch so unsicher. So. Gut, das haben wir schon mal. Die haben wir schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Computer waren nämlich komplizierter. Schrauben kein Problem. Plastik, Kunststoff ist das Problem. Kunststoff kann ich noch nicht herstellen. Dafür brauchen wir Öl. Das bedeutet, wir müssten auch Öl suchen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr in der Folge, weil das war sehr weit weg. Sehr, sehr, sehr weit weg. Wir haben hier Kupfer, puren Kupfer. Warum haben wir da Kupfer drin? Und warum haben wir Kalkstein? Das brauchen wir ja alles hier gar nicht. Das ist ja alles dummes Zeugs hier. Kupfer. Weg damit. Kabel brauchen wir jetzt auch nicht. Die müssen wir auch noch automatisieren. Da müssen wir die nehmen und... dafür können wir den Beton benutzen. Das könnten wir hinten jetzt noch schnell machen, ehrlich gesagt. Aber ich habe da jetzt keinen Bock, wieder rumzulaufen. Es ist die Frage, was machen wir in dieser kleinen, aber feinen Folge? Ich will mal gucken, wo läuft hier was und wo nicht. Das ist schon mal voll. Also hier läuft schon mal gar nichts mehr. Das ist verstopft. Okay. Hier läuft es noch minimal, aber wohin? Hier ist doch alles voll. Warum? Was macht denn der da? Alles voll. Alles verstopft. Wie sieht es hier oben aus? Okay, wegen den Rahmen dauert das, ne? Da haben wir sogar noch eine Menge Luft. Okay, ich verstehe. Das heißt, das müssten wir vielleicht hier beschleunigen. Eisenplatten haben wir hier ohne Ende. Wir müssten die Schrauben beschleunigen. Kann man das so sagen? Wenn wir die Schrauben beschleunigen, kommen wir da hin? Ah, die Eisenstangen. Wir kommen da nicht so ganz... Der Output wäre gut. Es sind die Eisenstangen. Wie sieht's hier aus? Hier ist das Problem. Wir haben keine Batterie. Okay. Ich hätte gehofft, dass wir eine Batterie haben. Das ist also das Problem. Na gut, das wird sich langsam füllen. Das hier oben läuft alles. Wie sieht's hier unten aus? Das ist voll. Das ist... Schrauben sind voll. Da kannst du mal nichts gegen sagen. Hier drin sind die Eisenplatten. Die sind noch nicht voll. Und hier haben wir eine Menge Kupferdraht. Da machen wir uns keinen Stress. Wir könnten hier natürlich auch mal schön zubauen, damit wir hier mal endlich... Verstehst du, ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich bin unentschlossen. Dazu bauen. Alter, wie viel Schrauben wir machen können. Das ist Wahnsinn. Modularer Rahmen. Nee, es gibt's jetzt nichts. Auch Supercomputer müssten wir 10 Stück machen, aber ohne Kunststoff kein Supercomputer. Hatten wir hier nicht noch irgendwo. Achso, da fehlt Strom. Alles gut. Und da fehlt auch Strom. Ich weiß nicht so ganz, wie die das meinen. Ein bisschen was haben wir mit. Wir probieren es einfach mal. Wir können da ja mal so eine Stromleitung ziehen. Wir ziehen mal so eine Leine, verstehst du? Aha. So, und wir ziehen das hier einfach mal so rein, soweit es geht.
Das passt schon. Zum Testen ist der nur näher als der andere. Ich weiß, wir haben nämlich noch einen anderen. Die Frage ist, öffnen tut man das hier, ne? Genau. Ah, man schließt das an. Wie cool. Dann können wir den hinten auch holen. Dann machen wir das. Festplattenanalyse. Sehr schön, sehr schön. Wir lassen das erstmal, obwohl andererseits, der braucht wahrscheinlich ständig Strom. Das muss ja nicht sein. Oh, dann können wir den hinten auch holen. Das ist ja ein Traum. Ja, sehr gut. Dann analysieren wir das und gehen dahin. Ja, vielleicht kriegen wir da ja wirklich noch gute Rezepte für irgendwas. Für irgendwas ganz Schwieriges wie Computer ohne Kunststoff oder so. Wow, voll laut. Das wäre ja ganz nice. Da bist du. 10 Minuten dauert das, kein Problem. Das Einzige... Wir sollten vielleicht... Wir haben genug mit. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Dann tigern wir da mal hin. Ich glaube, wir haben da schon Strom gelegt, ne? Das ist das Ding, wo wir schon gelegt haben, hoffe ich. Das Problem ist, man sieht die Entfernung nicht. Das ist the biggest problem on this. Und wie gesagt, wenn ich mir vorstelle, wir kriegen die Rahmen oder gerade die Computer ohne Kunststoff, also leichter hin, beziehungsweise die Computer ohne Kunststoff, es wäre ein Traum. Ich könnte da die Nüsse sammeln, habe aber keinen Bock. Andererseits, wer weiß, ob wir überhaupt irgendwas mit haben. 7 Nüsse. Hier haben wir auch schon alles getötet. Das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen schade, dass die Tiere nicht wiederkommen. Mutter Natur muss doch reproduzieren, oder nicht? Okay, da oben ist das. Ich weiß, glaube ich, wo wir sind. Okay. Das ist einfach eine Abkürzung. So, das ist da und hier war auch der Strom, ne? Ich gucke mich nochmal um. Was liegt da? Was ist das? Ist das Kohle oder Holz? Holz. Aber da ist nichts drin. Okay, und den schließen wir einfach nur an. Also das ist dann doch take it easy. Warum ich das nicht gemacht habe, verstehe ich nicht. Nicht genügend Freiraum. Eine Festplatte. Hier kommen wir nicht raus, oder? Natürlich nicht. Es wäre zu schön, sich da hochzuziehen. Ich lasse das hier mal alles stehen. Das passt schon. Die können wir auch gleich analysieren. Das ist perfekt. So. Das läuft. Hier ist sonst nichts, was hier rumliegt. Einzige, was wir machen sollten, ist den weg. Das hat sich erledigt. Na. Da brauchen wir keine Anzeige. Ich würde ja gerne mal den Wasserfall runter. Ich bin da ja ganz ehrlich. Andererseits, eigentlich kann da nichts passieren. Komm her, wir machen das mal. Let's fun! Okay, also eine fette Strömung oder so gibt es nicht. Man schwimmt mit 1 km/h, das passt. Okay, wären wir auf den Stein gekommen? Ich glaube, das wäre unlustig gewesen. Oh, Nüsse.
Okay, das war krasser als gedacht. Werner, was bist du? Das ist Reines, das bringt mehr. Das ist Matthias Rhein. So. Sonst ist hier nichts. Naja, was heißt sonst ist hier nichts? Das ist ja schon ganz okay. Okay. Okay, und jetzt bist du mit 3 km/h unterwegs. Ah, schön. Das ist einfach schön. Da sind wir gerade wunderbar runtergesprungen. Der erste war sogar ein bisschen aufregend, wenn ich ehrlich bin. Oh, Nüsse. Ja, aber nicht wegen Nüsse. Doch, komm, wegen Nüsse. Wir schwimmen dahin wegen Nüsse. Das war schon nicht ohne. Da, 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 da. Hallo, Riese. Na komm. Sehr gut. Hat sich richtig gelohnt. Schwefel. Wir nehmen es mal mit. Irgendwas werden wir mit diesem Schwefel schon noch irgendwann machen können. Das ist halt so ein bisschen doof an dieser Early Access. Es gibt so viele Sachen, die kannst du noch überhaupt gar nicht benutzen. Die Frage ist, wirst du es jemals überhaupt benutzen können? Naja. Wir sind einfach mal guter Dinge, was? Nichts dran. Oh, zuckelt leicht. Geht wieder. Geht wieder. Läuft wieder. Okay, ich glaube, das ist einfach nur dahinter. Alles gut. Ich dachte gerade, wir haben gerade die epischste geheime Höhle entdeckt, die es hier gibt in dem Spiel. Die so gut versteckt ist, dass man sie einfach nicht entdecken kann. Kollege. Vielleicht sollten wir nochmal drüber reden. Respawn die doch. Ja klar, die respawnen. Okay, cool. Ich helf denen mal. Ich muss ja gestehen, ich wäre am liebsten hinterhergesprungen. Liegt der da noch? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, es freut mich zu sehen. Wirklich, weil... Ich habe mir schon gedacht, so langsam wird es langweilig, es gibt gar nichts mehr. Aber wenn die wiederkommen, wäre das ganz nice. Das muss ich ja schon zugeben. Und da sieht man... Oh Gott, ich wollte gerade springen. Und da sieht man die ganze Smogwolke. Das ist... Wo? Da. Okay. Das war sein letzter Atemzug. Oh, hier waren wir überall schon. Okay. Ich hätte gedacht, hier wäre irgendwas Besonderes oder so. Aber hier waren wir schon. Na gut, aua, egal. Wo? My friend, jetzt ist aber Schluss hier. Sorry, sorry. Na gut, gehen wir unten lang. Hast mich überredet, Spiel. Okay. Wer oder was bist du? Kalkstein. Ihr hört es doch auch. Kommen wir hier irgendwo hoch? Also wenn nicht, dann nicht. So wichtig wäre mir die Schnecke jetzt auch nicht. Aber prinzipiell...
Ah, da sind wir rübergegangen. Da hinten ist auch eine Schnecke. Ah, das ist keine Schnecke, das ist so ein Ding. So ein Work in Progress Geschichte. Okay. I strongly advise you to Ja. Alles gut. Brauchen wir nicht. Wir holen uns die Schnecke, aber erstmal machen wir die Tiere hier kalt. Der war nämlich gar nicht artig. Da ist Gift. Wo ist aber die Schnecke? Hier war eine Schnecke. Da war doch eine Schnecke. Wir gehen nochmal zurück. Die ist da. Oh, das ist eine Giftwolke. Okay. Wir müssen gucken. Kommen wir da rum? Dadurch komme ich noch nicht. Dicker, dir wird's nicht gut ergehen. Jetzt wird's Nacht. Das ist schlecht. Die Schnecke ist da. Da ist die Schnecke. Aber an die kommt man nicht ran. Okay, ich gebe auf. Ab nach Hause. Ja, auch dieses SAM-Erz oder SAM-Erz, was wir damals entdeckt hatten, sehr früh, mit denen können wir nichts anfangen. Das ist halt voll schade. Ich würde mir halt wünschen, dass man viel mehr damit machen könnte. Mit den ganzen Ressourcen. Das ist ja toll, dass es so viele Ressourcen gibt. Aber es ist echt schade, dass man momentan, Stand jetzt, nichts damit anfangen kann. Wir nehmen es mal mit. Auch dieses Bauxit oder so. Es ist nichts, dass man da irgendwie... Warum hat man nicht verschiedene Elemente schon eher gekreuzt? Also, dass man zum Beispiel für den Computer vielleicht... ich weiß nicht, was Bauxit ist, ich kenne das nicht. Aber dass man vielleicht braucht für irgendwas, fürs Gehäuse oder für... Leiter da drin oder... Weiß der Geier was. Ihr wisst schon, was ich meine. Das wäre sehr nice. Das wäre cool gewesen. Es wird sicherlich alles früher oder später kommen. Aber ich muss auch sagen, so langsam haben wir halt alles. Und die Frage ist, ja, was soll man da noch machen? Mehr als schön bauen kann man nicht. Und ist das nachher erfüllend? Naja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Wie sieht's hier aus, mein Freund? Aha. Ganz ehrlich, lächerlich. Schrauben vereinfachen, okay. Dann nehmen wir halt das. Und hauen hier die nächste rein. Achso. Scan mal, das läuft schon. Ja, Schrauben machen wir jetzt mit Rods. Können wir jetzt ein bisschen vereinfacht. Hey. Ja, also wie gesagt, es ist so ein bisschen... So ein bisschen... Alternativ. Ich weiß auch gar nicht, wo die Schrauben sind. Es wäre auch cool, wenn es hier eine Suche geben würde oder so. Weil so langsam wird das hier auch ein bisschen mehr. Ist jetzt ein bisschen rumgefritzelt gerade, aber es muss jetzt mal sein. So, wie gesagt, wir haben das Spiel ein bisschen Klee gelobt, aber jetzt hat man noch ein paar Verbesserungsvorschläge. Ich frage mich halt, wie gesagt, wo dieses alternative Rezept dafür jetzt ist. Biomasse, ich sehe es halt nicht mal. Highspeed, dies, das, Alter, diese, Stromstrahl. Das sind diese Barren. Das ist Gewebe. Die Farbpatronen haben wir nie gebraucht. Aber gut. Verstärkte Schrauben. Aber da gibt es auch ein alternatives Rezept mittlerweile. Aber das haben wir hier komischerweise nicht. Also wie gesagt, ich verstehe die ganze Sache manchmal nicht. Manchmal haut es irgendwie nicht hin. Naja, naja, sei es drum. Liebe Leute, ich würde sagen, ich beende jetzt die Folge. Danke fürs Zugucken. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Der leuchtet auch ziemlich cool da oben. Ja, wenn es wieder heißt Satisfactory und wir dann, ja, ich weiß noch nicht, was wir machen. Ich werde jetzt eine längere Aufnahmepause, glaube ich, machen. Denn ich habe ziemlich viele Folgen im Voraus produziert und
Ja, ich glaube, ich muss auch ein bisschen Motivation tanken. Also das Spiel suchtet einen schon. Allerdings, wenn man dann fast alles hat, ja, muss man mal gucken. Also ich kann mir jetzt erstmal 2 Wochen Pause genehmigen oder eine Woche, 2, mal gucken. Und dann schauen wir mal. Da haben wir oben vielleicht auch eine andere Nummer. Momentan sind wir bei Version 97.236. Vielleicht gibt es da ja, wie gesagt, was Besseres. Oder was Höheres, sagen wir es so. Besser ist immer relativ. Wie gesagt, so ist das Spiel sehr gut. Eine Empfehlung. Aber wie gesagt, viel können wir nicht machen. Und ich hoffe, dass der Patch dann in 2 Wochen draußen ist. Ansonsten müssen wir mal gucken, ob wir den dann in Staffel 2 erst zocken. Denn, ja, so langsam weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Wir können das Jetpack noch machen. Ja, sind wir gerade bei. Aber so wirklich mitreißen ist das nicht. Und ich habe schon Videos von Jetpack gesehen. Also, das ist jetzt auch nicht so spektakulär, dass ich das zeigen lohnen würde. Darum, Alter, cooles Bild. Wir schauen einfach mal und die Zukunft wird uns den Weg weisen. Danke fürs Zugucken. Euer Zelron.